Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Folge, nicht neuen, sondern neuer Folge Pokémon Legenden Arceus. Immer noch auf dem Pfad unterwegs, erstens besser zu werden, zweitens unsere Hauptaufgabe mal wieder anzugehen. Nur wir werden immer wieder mal, wie man sieht, aufgehalten. Weil dann viele neue interessante Pokémon da sind, die man sich fangen muss. Weil diese nämlich den Dex vorantreiben. Ich dadurch, oder wir dadurch, steigen. Immer. Ja, und es ist auch klar, dass der mir mit Pferdestärken alles nimmt, was ich habe. Dabei ist mein Pokémon jetzt nicht gerade unschlecht. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Geht doch. So, wir sind mittlerweile auch gewechselt von normalen Tränken auf. Ah. Nee, Wikischen und. Ah, bewegen mit Y. Haben jetzt so, nur noch Supertränke und Hypertränke. Weil der normale Trank bringt nicht so viel. Hier ist der Federball, den kann ich locker. Das Vieh dahin. Okay, dann halt nicht. Bleib stehen. Okay, überwirf den. Ja, lauf halt weg. Egal. Hier das Frost-DD können wir noch mitnehmen. Das ist nicht. Ja, okay. Wie breche ich das nochmal ab, dass ich werfe? Okay, mit B. Und Pitzlauch. Mitnehmen. Ja. Da sollte man nicht runterfallen. Dann laufen wir mal weiter in die Richtung. Wir müssten aber jetzt gleich auch. Genau. In die Richtung laufen wir gerade. Und hier sind noch zwei Beutelchen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Nee, gegen den kämpfe ich nicht. Der hat mir eben schon Kopfschmerzen bereitet. Da ist das eine Säckchen. Das andere Säckchen ist in die Richtung noch. Dran vorbeigeritten, da ist das Säckchen. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder aussehen besiegen, Donnerzahn. Mal gucken. Nee, doch nicht. So, setzen wir trotzdem Superball ein. Gefangen. Sehr schön. Sieht auch wieder aus. Echt jetzt? Boah, wie billig ist das denn, ey? Ich finde das halt unlogisch, dass ich muss die Kamera wegdrehen, damit er den ins Visier nehmen kann. Können wir beim nächsten Mal bitte fixen. Okay, da wir kämpfen, dann besiegen wir ihn halt. Level 36 hat jetzt nicht sonderlich viel auf der Kette, aber bevor wir uns jetzt damit gleich rumschlagen, während wir da stehen. Muss ja auch nicht sein. So, ah, blaue Haare. Wieso? der kalte Wind hat mir fast die Ohren vom Kopf gefroren. Und wozu? Alles nur, um mitten im Nirgendwo zu landen. Prima. Dieser ehrenwerte Herr ist
Aktilas Wächter und mein Meister, zeige gefälligst etwas Respekt dir. Wohlan, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Ren. Oder Ren? Ich würde es trotzdem irgendwie Ren aussprechen oder so. Ich diene dem Pell-Clan als Wächter. Du gehörst zur Galaktik-Expedition, da musst du Wächter sein. Lass mich dir gleich eine Frage stellen. Weshalb möchtest du Aquilas besänftigen? Weil es in Rage ist. Ja, es ist auch meine Mission, aber... Aha, dann meine nächste Frage. Was genau ist denn das Problem an seiner Rage? Lawinengefahr. Warum sind nicht die Fakten da? Was würdest du tun, wenn das hier nicht deine Mission wäre? Was sagt dir dein Herz? Ich will es besänftigen. Nun hören wir gut zu. Aquilas, unser König des Schneefelds, macht weder Menschen noch Pokémon Ärger. Meister Ren, so beruhigt euch doch. Ihr habt recht. Noch hat Aquilas niemanden Umstände bereitet, doch es ist nicht auch unsere Pflicht, allen die Angst davor zu nehmen, dass so ein gewaltiges Pokémon die Kontrolle verlieren könnte? Doch, doch, das ist schon etwas dran. In dem Fall müssen wir diesen Jungen aber zuerst auf Herz und Nieren prüfen. Nun genug der Worte. Zücke deine, wie nennt ihr sie gleich? Ach ja, Pokebälle. Ich bin bereit, ich bin bereit. Meine Muskeln sind so unnachgiebig wie eine Wand aus Eis. Kannst du sie durchdringen? Ich hab Luxra, glaube ich, nach vorne. Okay. Los, Luxra. Kampf beginnen. Ach, wir kämpfen mit zwei? Ja, dann hier mal Stromstoß für dich. Und der wird leider besiegt werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, er ist auch ein zweites Mal dran. Weil Luxra ja minimalste Initiative-Werte hat. Ja, dann, meine Lieben, blüht euch jetzt wärmliche Wärme. Wärmliche Wärme. So, du erstmal weg. Oh, ein Frosty-D hat Level 24. Da soll ich dir was sagen? Ich kann auch Geister attacken. Phantomparade. Bam. Ich aber auch dumm, dass die eins haben, was hochgepowert ist und eins halt nicht. Aber auch da wieder zwei Pokémon gegen eins. Also fair ist das damals nicht gewesen. Gut gekämpft, damit wäre das Eis zwischen uns gebrochen. Hey, ihr, dieser Junge hier ist in Ordnung. Ich danke euch, Meister. Es gibt Leute, die aufgrund seines rätselhaften Erscheinens Zweifel am Beck zu haben. Doch ich vertraue ihnen absolut. Wenn du Aquilas unbedingt besänftigen willst, besorg etwas Perma-Eis und bring es mir zur Hoheitsstätte. Um ans Perma-Eis zu gelangen, musst du fliegen können und dafür brauchst du... Was? Waschhackwill. Komischer Name. Lange Rede, kurzer Sinn. Geh und such ein Mädchen namens Sabi. Der Sinn ist mir etwas zu kurz. In Rätseln zu sprechen ist alles andere als... Ich habe schon wieder zu schnell gedrückt. Aquilas ist doch ein König des Perklands. Da wäre es etwas seltsam, wenn ich die Sachen erkläre. Aber sei es drum. Aquilas ist ganz versessen auf Permaeis. Das hat sich auf den Ostland stehenden Eisblöcken finden lassen. Und hier kommt der Diamantclan ins Spiel. Vielleicht nicht einmal Sneebos, das Eis zu erklimmen vermag, muss man das Ziel aus der Luft mit Waschhackwill ansteuern. So der Plan. Meister Ren ist es allerdings mal fast gelungen, einen Eisblock hinaufzuklettern. Es haben nur noch 2 Meter gefehlt. Die Muskelmasse steckt eben wahre Klasse. Naja, Sabi schwebt jedenfalls in vielerlei Hinsicht ständig in den Wolken. Du wirst sehen, was ich damit meine. Du kannst dich ja mal zum Blizzard-Tempel aufmachen. Da wirst du ihr schon irgendwo begegnen. Was? Sabi! Meine hellseherischen Fähigkeiten haben mir verraten, dass wir zusammen Fangen spielen würden. Schaffst du es bis zu mir?
Was macht sie denn da oben? Jetzt verstehe ich, was du eben meintest, Diam. Gut, kümmer du dich um das Mädchen, so kann ich mich wieder ganz meinen Muskeln widmen. Ja, aber wie soll ich sie denn fliegend fangen? Ja? Ah, Y. Ach ja, ich hätte mich wohl zuallererst vorstellen sollen. Mein Name ist Sabi. Schön, dich kennenzulernen, Baxter. Freut mich. Ich habe schon von dir gehört. Du bist richtig stark, nicht wahr? Du gibst bestimmt ein gut Spielgefährten ab. Ich weiß schon, was sich zu mir fühlt. Ja, du brauchst wahrscheinlich Wills Hilfe, um Aquilas besänftigen zu können, stimmt? Also ich habe nichts dagegen. Aber nur, wenn du mich fangen kannst. Los geht's, was ich will. So, wie soll ich jetzt fangen? Die fliegt ja jetzt weg. Wahrscheinlich muss ich sie jetzt erstmal finden. Hole Sabi ein. Nein. Das wollte ich jetzt sagen. Nee, ich will auch nicht den Bären haben. Den will ich. Den muss ich mir jetzt gerade sagen. Den zeig ich mir nicht. Aber hier komme ich mit hoffentlich Snibersoul. Berger klimmen machen wir gerne. Komm weiter. Hallöchen, Baxter. Du kommst ja trotz der Kälte gut zurecht. So hast du mich nun gefangen oder habe ich vielleicht sogar extra auf dich gewartet? Tja, wer weiß. Und vor allem kann ich wohl wirklich hell sehen? Vielleicht. Naja, woher sollst du das auch wissen? Also dann, das Spiel endet erst beim Blizzard-Tempel. Fang mich doch. Macht mir wohl Spaß mit dir zu spielen. Ich finde es stinkweil. Oder ich finde es stinklangweilig, ne? Ah, sie spricht ein Rätsel, ne? Komm, weil ja. Wie es auch immer heißt. Und sie fliegt wieder weg und natürlich sehen wir nicht wohin, weil wir haben einen schwarzen Bildschirm. Da ist ein Knopf mit On-Off, soll ich da drauf drücke? Oh. Hier kannst du locker ein bisschen so runterlaufen. Vorsichtig. Oder auch nicht. Stoff geben hier. Ja, die ganzen Pokémon, die ich hier mitnehmen könnte. Dominierplatz. Ein Kätzchen hier. Ja, folgen wir einfach erstmal den Weg, wenn uns kein Ding entgegenkommt. Wenn uns keine Alpha-Wand entgegenkommt. Ich brauche das gerade gar nicht. Okay. Älterkraut. Aber auch nicht dieses eine komische Zeug, was ich da brauche. Ne? Muss ich bestimmt auch mal wieder googeln, wo ich das finde für den Shop. Aber das kommt schon noch. Lauf, den fange ich mir, weil als Reittier habe ich es ja schon. Ah,
Aber ich möchte sie auch so zum Einsetzen. Das Einsetzen ist natürlich eine andere Frage. Aber für ein Pokédex brauche ich es halt, ne? Neues. So, wir haben den Tempel im Blick. Ich würde sagen, klar, wir geben jetzt schnell die Fundsachen noch ab. Und dann würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann geht es auf zum Tempel. Und dann lernen wir, so wie es scheint, das Fliegen. Ja. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu sagen, dass ihr noch hoffentlich einen schönen Tag habt. Habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao.